Das ist ja bald ein Zungenbrecher. Bose Soundlink Flex gegen JBL Flip 6. Mikrofon ist hier vorne. Beide Lautsprecher spielen also in Richtung vom Mikrofon. Damit zeige ich euch an, welcher Lautsprecher gerade spielt. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Flip 6. 50% Lautstärke. Weiter geht's mit dem zweiten Lied, auch hier wieder 50% Lautstärke. Wir beginnen mit der JBL. Beide Lautsprecher bei den besten ein bisschen schwer tun, besonders die Flip 6 bei höherer Lautstärke, bleibe ich jetzt einmal bei 50-60% beim letzten Lied, dass ihr wirklich hört, wie das Ganze bei Zimmerlautstärke klingt. Wir beginnen auch hier wieder mit der Flip 6. Das war's mit dem Soundcheck. Ich hoffe, ihr konntet auch einen Unterschied hören. Ganz kurz, wie ich das hier drinnen empfunden habe. Und zwar, die Bose kommt bassmäßig länger mit als die Flip 6. Außerdem muss ich ganz klar sagen, das gesamte Klangbild ist viel ausgewogener. Hier gibt's Mitten, hier gibt's Höhen, hier gibt's Bässe. Bei voller Lautstärke eben bassmäßig weniger, aber trotzdem viel, viel ausgewogener. Die Flip 6 ist zwar gefühlt eine Spur lauter, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt ist sie lauter, dafür bassmäßig kommt sie bei weitem nicht so lange mit wie die Bose, erzeugt generell auch nicht so einen tiefen, satten Bass wie die Bose, außerdem Mitten fehlen extrem stark und die Höhen werden bei voller Lautstärke fast schon ein bisschen unangenehm. Bei beiden hat nichts übersteuert, trotzdem würde ich für meinen Geschmack definitiv die Bose vorziehen. Das war's mit diesem Video. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!